DSV 1860 München. Ich begrüße hier oben, hier vorne bei mir, die beiden Cheftrainer. Beginnen möchte ich mit dem Statement von Michael Kölner. Herzlich willkommen. Der Statement. Ja, danke schön. Auch Gratulation an den SVL Österreich und vor allem zu den Überzeugungen für Einzig. Ja, das ist für uns eine schnelle Zeit. Und ich sehr, sehr schlecht erst auf das Gespräch. Österreich war sehr kreuzstolzig. Die erste Halbzeit nicht ins Spiel gefunden hat. Zweite Halbzeit war es noch besser, aber am Ende kommt das Ergebnis in den Rennen. So hat der Respekt verdient gewonnen, das war etwas Wertvolles. Vielen Dank für das Statement und ich übergebe das Wort an Maus Steffen. Ja, vielen Dank auch. Ja, ich bin begeistert. Wir haben ein tolles Spiel gemacht gegen einen Spitzenreiter aus München. Insofern Kompliment an die Leistung der Mannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen dann auch sehr schnell genutzt und konsequent genutzt. Es kam sicherlich dazu, dass wir wirklich Vertrauen gefunden haben in ein neues System, was wir gespielt hatten. Dementsprechend war die erste Halbzeit richtig top. Zweite Halbzeit war es dann schon so, dass wir damit gerechnet haben, dass wir ein bisschen mehr verteidigen müssen. So kam es auch. Letztendlich haben wir wenige Torschancen zugelassen, hatten immer wieder Kontersituationen auch, wo wir noch Dinge zu Ende fahren können. Ich bin glücklich, dass wir hier als Sieger vom Platz gegangen sind und dann auch in der Art und Weise, wie wir es gemacht haben, war ich sehr zufrieden und bin richtig stolz auf die Jungs und die haben richtig geliefert und eine klasse Leistung. Vielen Dank, Horst. Dann hätten wir noch Gelegenheit für Ihre Fragen. Gibt es Fragen? Herr Lehmann. Herr Sie von Ihnen, Herr Steffen. Wir haben jetzt mit Lukas Pinkert wieder neu gebracht und der hat so gespielt, dass man nächste Woche nicht rauslassen kann. Sie bauen sich das selber zu mit so vielen Spielern. Wie machen Sie das denn? Wie gesagt, wir werden jetzt freuen ein paar Tage und dann werden wir uns auf Halle vorbereiten und dann schauen wir mal, wer am besten wieder spielt. Also wir haben eine Bank heute gehabt, bei den Jungs kann ich sagen, jeder einzelne kann wieder spielen und das ist gut so, dass wir das haben gerade, dass wir 23 gesunde Spieler haben und sogar kaum auf der Tribüne sitzen mussten. Wir haben einen Herbst vor uns, wo ich sage, wir werden sicherlich auch mal den einen oder anderen austauschen müssen. Vicky hat seine Gelegenheit wirklich gut genutzt, um sich zu zeigen und dementsprechend auch Kompliment an seine Leistung, der hat unaufgelegt einfach seinen Part gespielt hat und dann eben auch ein Tor gemacht hat, also tolle Leistung. Aber wie wir jetzt gegen alle spielen, wer dann auch von den Spielern letztendlich in der Hand ins Heft steht, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Herr Kölner, wir haben irgendwie, ich glaube das war nach dem 2-0 oder 0-2, also was sich die Mannschaft zusammengerufen und dann ein bisschen was erklärt und auch verändert. War das nicht zu spät? Muss man als Trainer nicht vielleicht schon nach einer Viertelstunde reagieren? Ja, da haben wir schon reagiert. Also als Gemeinschaft hätten wir uns schon gleich zu Beginn nochmal was verändert. Aber das 2-0 kann man natürlich haben, ja, unglücklich für uns, weil wir zuerst von ausgehend sind, faul, wenn das Tor vorliegt, vorausgeht. Aber am Ende, wie gesagt, haben wir natürlich mit der Qualität, wie heute Elvisberg vor allem seine Chance gemacht hat, war es natürlich schwer am Ende. Jetzt da im Spiel um Einfluss zu nehmen, zweite Halbzeit war es in Ordnung und man trotzdem versucht dann, das Spiel nochmal zumindest nochmal zurückzukommen. Leider hat es geklappt, aber ansonsten, wie gesagt, war die erste Halbzeit einfach grundsätzlich schlecht. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Systemfrage, sondern wir waren einfach in den Zweikämpfen ständig ein Stück oder zwei Schritte zu spät. Wir sind nie richtig in den Zweikampf gekommen und von dem her, wie gesagt, ist die Niederlage dann einfach richtig. Sie haben vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, Sie haben das Spiel gegen Saarbrücken gesehen und auch die Intensität in Saarbrücken, wie Elversberger bearbeitet hat. Das war bis jetzt die stärkste Mannschaft, die gegen Elversberg gespielt hat. Wieso schafft man als Trainer nicht zu sagen, Jungs, ihr müsst so dran gehen, wie Saarbrücken im Endeffekt und dann passiert sowas in der ersten Halbzeit? Ja gut, die erste Halbzeit war nicht gut. Wie gesagt, da müssen wir uns jetzt die nächsten Tage mal mit dem Spiel mal im Detail auseinandersetzen und sind natürlich auch richtig, dass wir heute auf einer Position haben. Die Leistung gebracht haben, die sie in den vergangenen Wochen gebracht haben. Was sie dann gebraucht haben, gibt es mal. Wir spielen da viel, vor allem in so einem Spiel. Am Ende geht es jetzt darum, dass wir nur jetzt mal das Spiel dann aussacken lassen und dann mit der Mannschaft dann mal im Detail auseinandersetzen, wo wir dann die Gründe für die heute, vor allem in der ersten Halbzeit, ja auch so schwach unterwegs sind. Herr Steffen, nochmal, war die Schwäche in der ersten Halbzeit auch ein Verdienst von euch, weil ihr so gespielt habt? Ja, grundsätzlich
Schiedsrichter. Wie wollen Sie jetzt diesen drei gelben Karten, die die restlichen 30 Spiele geben, ohne sich nie noch eine Sperre an? Das sind wir jetzt mal reichlich möglich am Ende. Wir sind schlecht, erst wir haben es ja gespielt. Das ist mal gerne wieder der Ausschlag, um heute hier nicht zu kennen. Weitere Fragen? Was waren dann die Hauptpunkte, die Sie mit der Mannschaft in der Halbzeit besprochen haben, die in der zweiten Hälfte besser werden mussten und dann auch wurden? Ja, ich muss jetzt mal einfach zu weit weg und im Moment haben wir im ständig geschlossen gespielt und ich glaube, war der Hauptgrund, wenn wir so eine gute Mannschaft fahren, dass er mit dem Selbstbewusstsein, wie er es zu Hause auftritt, dann musst du letztendlich als Mannschaft mit 10 Mann komplett attackieren. Das ist wirklich gelungen und auf einzelnen Positionen abreißen lassen. Dann sieht man natürlich schon die Qualität, die man in dem hat, die dann diese kleinen Räume, die dann dadurch entstehen, natürlich auch dann richtig gut spielen kann und vor allen Dingen auch heute, glaube ich, auch am Anfang mit jeder Chance und mit dem Treffer am Ende abschließen kann. Die Aufarbeitung des einen ist sportlich, das andere ist sicherlich auch so ein bisschen mental, wenn man jetzt über Wochen quasi der Spitzenreiter war, jetzt heute mit dem Spiel ersten Niederlage begleitet, der Bendung verloren. Was wird in den kommenden Tagen wichtig sein, um der Mannschaft auf den Fall zu arbeiten im Hinblick auf das Spiel gekommen? Ja, das wird jetzt in den Magen, also dass du mal ein Spiel verlierst, das ist unsere erste Niederlage. Nach 8 Spieltagen, also muss man schon die Kirche ein bisschen durchlassen. Am Ende muss man selbstkritisch sich gegenüber sein und dann am Ende schauen, wo liegen die Gründe für so eine Niederlage. Und am Ende geht es dann wieder weiter. Das ist im Fußball so, vielleicht kommt auch jetzt mit nach Hause. Da wollen wir wieder ein gutes Spiel machen, 3 Punkte holen. Am Ende das Spiel können wir jetzt nicht mehr verändern, das Spiel ist gespielt. Wir gehen als Verlierer auf den Platz mit reinholen. Glaube ich, eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Damit geht es darum, das ist immer nur die Aufarbeitung. Ansonsten glaube ich, habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft ins hohe Spiel in der Hause beeinflussen kann. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann bleibt mir Ihnen noch mal ein schönes Restwochenende zu wünschen. Unseren Gästen in der Kölner einen guten Nachhauseweg und Ihrem Team.